Einladung zum Abendessen habe ich mir irgendwie was anderes vorgestellt. Sei froh, dass ich nicht gekocht habe. Wie ist denn zum Chinesen? Die hauen hier jede Menge Monosodiumglutamat rein. Hauptsache es schmeckt. Du solltest langsam mal anfangen, auf deine Ernährung zu achten. Wenn du weiter in dieses Zeug nicht hineinschaufelst, dann sieht es in deinem Körper bald aus wie auf einer Milke. Ich muss doch sehr bitten, oder wollen Sie meine Gäste vergrauen? Die sprechen aber sehr gut Deutsch. Das würden Sie auch, wenn Sie einen Doktor Germanistik hätten. Und nur zu Ihrer Information. Wir verwenden kein Glutamat, nur natürliche Zutaten und unsere Verpackungen sind nicht aufgeschäumt. Zufrieden? Ziemlich übel. Mein Freund leidet unter beruflich bedingtem Misstrauen. Sag bloß, der ist Polizist. Schlimmer, Steuerprüfer. Und dann ist der mit dir befreundet? Ja. Stimmt so. Au. Danke. Wo bleibst du so lange? Reg dich nicht auf, okay? Hast du geklaut? Ja, klar. Was dachtest du denn? Oder hast du Geld für ein Fahrrad? Na, wenn sie dich erwischt hätten? Haben sie aber nicht. Hey, okay. Pass auf, die Reifen sind neu. Ich verstehe sowieso nicht, warum unbedingt du fahren musst. Weil ich gerne ankommen würde, solange das Essen noch warm ist. Wenn du fährst, habe ich immer Angst, uns zu überholen eine Wanderdüne. Das ist doch lächerlich. Ich bin ein hervorragender Autofahrer. Tut mir leid, ich habe dich überhaupt nicht gesehen. Kommt davon, wenn mein Pferd wieder versenkt ist auch. Ich finde das gerade nicht sehr hilfreich. Bist du wirklich in Ordnung? Sollen wir dich nicht ins Krankenhaus fahren? Nee, sag, naja, nee, ist okay. Ich halte sie wie Sanitäter. Ich habe alles gesehen, Sie sind viel zu schnell gefahren. Sage ich da. Ecki. Das kann ich jederzeit bezeugen. Ich glaube, wir kommen ganz gut ohne deine Hilfe klar. Du solltest die Polizei rufen. Ich habe ein Handy, wenn du möchtest, rufe ich die. Nee, wir brauchen keine Polizei. Sehe ich genauso. Aber ich finde, sie sollte... Du hast doch gehört, sie will keine Polizei, also mach dich vom Acker. Ich gebe dir auf jeden Fall meine Nummer hier, falls du doch noch ein Zeugen brauchst. Die Wunde muss auf jeden Fall desinfiziert werden. Komm, wir gehen in meinen Laden. Ja, langsam. Ich fahre jetzt mal den Wagen von der Straße. Lavanderdüne wäre das nicht passiert. Ich hab's verstanden, Ecki. Oh mein Gott. Entschuldigung. Zum Glück hat es dich nicht so schlimm erwischt wie dein Fahrrad. Ja, und wie? Das Fahrrad ist in meinem Wagen, ist hier ein Riesenschramm in der Tür. Und dein Abendessen klebt überall. So eine Sauerei, das wird noch wochenlang stinken. Sei froh, dass ich keine Knoblauchsoße extra bestellt habe. Weißt du was? Ich würde ihn einfach verklagen. Ich kann dir eine gute Nummer von einem Anwalt geben. Mein Freund neigt zu beruflich bedingten Überreaktionen. Bist du sicher, dass du nicht im Krankenhaus willst? Möglicherweise hast du ja einen Schock. Nee, das ist kein Schock. Ich bin immer so. Ich weiß nur nicht, wie ich jetzt hier wegkomme. Ich zahle dir ein Taxi. Nach Bielefeld? Ein bisschen weit für ein Taxi. Ja. Ich war gerade auf dem Weg zum Bahnhof, als sie mich erwischt haben. Das war heute der letzte Zug. Wenn du deine Eltern anrufen willst, dann... Ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern. Vielleicht hast du eine Freundin, bei der du übernachten kannst. Nee, ich habe hier keine Freundin. Ja. Sind Sie wirklich Privatdetektiv? Ach, naja, nebenberuflich. Hauptberuflich ist er damit beschäftigt, meinen Wagen zu vernichten. Ihr so witzig. Komm.
Warum nicht? Boah, das Mädchen ist gerade mal 17 Jahre alt. Die will mir schon nichts tun. Ich mach den Vorschlag. Du kannst auch gehen, passt auf mich auf. Ich rühre dich auch nicht an, versprochen. Eltern haben sie die einfach weggenommen? Ja. Die wollten erst, dass ich abtreibe, aber ich habe mich geweigert. Und deswegen haben sie mich zu einer Tante geschickt, dass niemand was mitkriegt. Und als das Baby dann da war, haben sie mich gezwungen, dass ich es zur Adoption freigebe. Das geht doch nur, wenn du einverstanden bist. Ja, aber die haben so einen Druck gemacht, dass ich unterschrieben habe. Ich war auch noch so durcheinander von der Geburt und allem. Und jetzt willst du dein Kind wieder haben? Ja. Ich weiß nur nicht, wo die ist. Sagen Sie mir nicht. Ich weiß nur, dass die hier irgendwo in Münster lebt. Wie denn das? Die Tante vom Sozialamt hat sich verquatscht. Und ich habe so getan, als ob ich nichts merke. Wie hast du dir das nun vorgestellt? Ich dachte, ich fahre immer, wenn ich Zeit habe, her und laufe draußen rum, wenn alle mit ihren Kindern spazieren sind. Ich bin sicher, dass ich sie erkenne, wenn ich sie sehe. Ich glaube, sowas spürt man. Komm, so klein ist Münster auch wieder nicht. Suchst du ja ewig. Was soll ich denn machen? Das? Oh, nicht schlecht, so leicht ist von den Urteilen. Ich können Sie nicht rausfinden, wo mein Kind ist? Sie sind doch Privatdetektiv. Ist leider nicht so einfach. Adoptionsdaten sind unter Verschluss, da kommt man nicht so leicht ran. Verstehe. Ich kenne allerdings einen Beamten, der könnte es auf dem kurzen Dienstweg versuchen. Wirklich? Ich werde mal mit ihm reden. Ich bin ja sozusagen was schuldig. Und jetzt schlaf erst mal. Gute Nacht. Gute Nacht. Danke. Warum muss ich jetzt wieder ran? Hast du etwa kein Mitleid? Zwar mit ihr schon, aber nicht mit dir. Ich lass mich da nicht mit reinziehen. Schließlich hast du sie angefahren. Ach, und ich verdiene kein Mitleid? Ich habe Hunger und muss auf einem viel zu kleinen Sofa pennen. Ich habe erst wieder Mitleid mit dir, wenn mein Wagen repariert ist und nicht mehr nach Fischbällchen stinkt. Ecki, sobald ich meine Verpflichtung gegenüber dem Mädchen los bin, kann ich mich um andere Arbeit kümmern. Dann kommt Geld rein und ich kann deinen Wagen reparieren lassen. Nein, dann musst du erst deine Steuerschulden bezahlen. Machen Sie das doch mal so. Als Steuerprüfer bist du permanent damit beschäftigt, andere Leute aufs Kreuz zu legen. Jetzt biete ich dir die Gelegenheit, endlich mal was Gutes zu tun. Nur damit das klar ist. Wenn ich hier einschreite, ja? Dann nur wegen der Kleinen. Schon klar. Tschüss. Moin. Was ist denn hier los? Du bist angezogen, du bist wach. Kaffee hast du auch schon für mich gekocht. Der ist nicht für dich. Ach so. Ist es etwa das, was ich denke? Nein, ist es nicht. Ist quasi eine Klientin. Wir haben sie gestern angefahren. Ich habe sie hier schlafen lassen, weil sie verletzt ist. Du musst jetzt schon Frauen anfahren, um sie ins Bett zu kriegen, ja? Irrewitzig. Ist keine Frau, das ist ein Mädchen. Und ich versuche ihr zu helfen, das ist alles. Na, wenn das alles ist. Morgen. 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 Was hat sie denn bitte für ein Problem? Alex, vergiss es einfach. Ja, das ist so eine, die einem nicht in die Augen sehen kann. Soll ich dir was sagen? Ich möchte vom Kerl nie so angeguckt werden, wie Frauen andere Frauen angucken. Was genau will die von dir? Sie soll auf jeden Fall hier bleiben, bis ich zurück bin. Wo willst du hin? Ich werde was für sie rausfinden. Aha, verstehe. Und was? Na, die wollte, dass du sie hier allein lässt, damit sie ein bisschen was klauen kann. Was denn? Ja, stimmt auch wieder. Und wenn du was frühstücken willst, guck einfach mal im Kühlschrank. Ist aber eigentlich nicht viel drin.
Ach so, und ich bin übrigens die ganze Zeit im Laden. Vorne. Frische Luft geschnappt, ist das ein Problem? Nee, frische Luft ist immer gut. Gibt's ja auch eine Menge da draußen vor der Tür. Hey, was ist? Du hast vergessen zu humpeln. Tag. Tag. Schon was rausgefunden? Im Gegensatz zu dir habe ich noch einen Job, den ich erledigen muss. Aber es ist doch dein Job, in den Privatangelegenheiten fremder Leute rumzuschnüffeln. Mein Job ist es, dem Staat das Geld zu besorgen, das ihm zusteht. Verstehe. Was machst du da? Warten. Ich kann sowieso nichts machen ohne die Information, die du besorgen wolltest. Guten Tag, Frau Schröder. Eckehard Thalkötter. Ja, genau. Ja. Ja. Natürlich. Hören Sie, es geht um Folgendes. Eine junge Frau macht in ihrer Steuererklärung den Kinderfreibetrag geltend. Mir liegen aber Informationen vor, dass das Kind gleich nach der Geburt adoptiert wurde. Ja, natürlich weiß ich, dass ich normalerweise den Dienstweg gehen muss, aber Sie wissen ja, wie lange das dauert. Kindsmutter ist eine gewisse Franziska Uphold. Haben Sie den Vorgang? Ja, die Adoptiveltern heißen... Moment, ich hab's dir gleich irgendwo... wie hießen die gleich? Herr und Frau... Ja, genau, die. Die? Ja, nein, schon klar, wollte nur sicher sein. Und das Kind wurde sofort übergeben, kein Zweifel. Kindsname Lisa. Alles klar, dann hatte ich ja wieder mal den richtigen Riecher. Ja, wir lassen uns eben nicht täuschen, nicht wahr, Frau Schröder? Ich danke Ihnen schön. Wiedersehen. Soll ich dir was sagen? Du bist der schlechteste Lügner, den ich je erlebt habe. Soll ich dir was sagen? Da bin ich stolz drauf. Weißt du, wer die Eltern sind? Nee, deswegen hast du angerufen. Die Weltenbrings. Sag mir nichts. Weil du von nichts eine Ahnung hast, außer von euren Büchern. Weltenbrings, Hochtiefbau, Stützen der Gesellschaft, High Society. Leute, die im Gegensatz zu dir ihre Steuern zahlen. Und, hast du die Adresse? Du willst sie doch nicht etwa belästigen. Nee, ich will dir eine Weihnachtskarte schicken, also. Mensch, du tust es nicht für mich, du tust es für Franziska. Ist ja ziemlich weit draußen. Na hier, nimm doch meinen Wagen. Alles in Ordnung? Ja klar, was soll sein? Steht doch sowieso noch vor deinem Laden. Stimmt. Danke. Ja klar. Viel Spaß. Tag, Herr Bilsberg. Tag, Frau Weskamp. Na, hat Ihre Nichte Sie denn noch gefunden? Welche Nichte? Na, das junge Mädchen, das gestern nach Ihnen gefragt hat. Den ganzen Tag hat sie auf Sie gewartet. Als ich gestern Abend noch mal kurz aus dem Fenster geguckt habe, stand sie immer noch da. Wollte sie schon fragen, ob sie nicht bei mir warten will. Danke, Frau Weskamp. Sag jetzt bloß nicht, ich hab's gewusst, sonst kannst du für den Rest deines Lebens Bücher abstauben. Also, was soll der Scheiß? Was ist denn los? Von wegen Unfall, du bist mir absichtlich vors Auto gefahren. Und jetzt fang nicht an zu heulen, das sieht bei mir nicht mehr. Weißt du, was so eine Reparatur kostet? Alex, halt dich da raus. Also. Na, ich hab nicht gewusst, wie ich Lisa sonst finden soll. Ich hab ja kein Geld, um sie zu bezahlen. Ach, und hast du gedacht, wenn ich ein schlechtes Gewissen hab, dann mach ich's vielleicht umsonst? Warum bist du nicht einfach auf die Idee gekommen zu fragen? Vielleicht hätte ich es ja so gemacht. Wer es glaubt. Alex, du nervst. Haben Sie denn was rausbekommen? Ich werde den Teufel tun, wenn ich das erzählen. Pass auf sie auf.
tut mir leid. Ich hätte sie nicht anlügen dürfen, ich weiß. Aber die haben halt zu mir gesagt, ich soll mein Baby einfach vergessen. Und das kann ich aber nicht. Ich werde mal mit den Adoptiveltern reden. Wir finden da schon eine Lösung. Hier schön auf. Ja, aus, aus, ruhig, aus. Hey, hey, au! Nichts. Zumindest nicht, bis ich ihn sag. Ja, ist schön, wenn jemand so gut erzogen ist. Darf ich Sie fragen, was Sie hier suchen? Mein Name ist Wilsberg. Ich schreibe an einem Artikel über den Zustand der Baubranche in Münster. Ich wollte eigentlich Ihren Gatten. Hier steht, dass Sie Antiquar sind. Ja, hauptberuflich. Als Journalist arbeite ich nur freischaffend. Warum haben Sie sich dann keinen Termin geben lassen? Ich kam gerade vorbei. Ich dachte, ich vertraue einfach auf mein Glück. Wie sind Sie überhaupt aufs Gelände gekommen? Das Tor stand offen. Das Tor stand ganz sicher nicht offen. Und wenn Sie tatsächlich ein Gespräch mit meinem Mann wünschen, müssen Sie sich einen Termin geben lassen bei uns in der Firma. Ja, aber ich dachte, wenn er gerade zu Hause ist, dann... Ist er nicht. Und eins sage ich Ihnen gleich, wenn es sich um eine sogenannte Homestory handelt, sowas lehnen wir grundsätzlich ab. Und jetzt möchte ich Sie bitten zu gehen. Stimmt, haben Sie jetzt einen ganz falschen Eindruck von mir. Ich wollte eigentlich in Ruhe mit Ihnen... Guten Tag. Hier auf dem Hof rasen. Mann, das geht den Scheiß an. Jetzt auf, hinter uns her zu schnüffeln. Ich schnüffel nicht hinter euch her. Ich habe Ihnen zufällig das Sagen. Außerdem seid ihr mit der Miete im Rückstand. Jetzt macht ihr darüber mal keine Sorgen. Halt die Klappe, sonst schmeiß ich euch raus. Wo ist sie? Wer? Franziska. Keine Ahnung. Sie hat einen Anruf auf dem Handy bekommen und gesagt, dass sie kurz weg muss. Ich hab dir doch gesagt, du sollst auf sie aufpassen. Ich hab gesagt, dass ich kein Babysitter bin. Wie siehst du überhaupt aus? Kampfhund. Kampfhund? Ja, aber der wollte nur spielen. Hat sie sonst noch irgendwas gesagt? Nee, hat sie nicht. Mach dir keine Sorgen, die kommt schon wieder. Die will ja schließlich was von dir. Siehst du?
Herr Witzberg. Ja. Au! Ah, was soll denn das? Herr Witzberg, Sie sind vorläufig festgenommen. Ach, weswegen denn? Wir werden Ihnen dann alles weitere erklären. Das können wir in Ruhe. Au! Aber was soll denn das? Sie sind festgenommen. Bleiben Sie ruhig. Au! Die leibliche Mutter ist tatsächlich Franziska Uphold, 17 Jahre. Sag ich doch. Das mit der Adoption stimmt auch. Das Mädchen war einverstanden. Das Jugendamt hat das Ganze überwacht. Alles in Ordnung. Fragt sich nur, was du mit der Sache zu tun hast. Sie hat mich gebeten, die Adoptivmutter ausfindig zu machen. Und das hast du gemacht, du Idiot. Mensch, das Mädchen war verzweifelt. Außerdem hatte ich noch gar keine Gelegenheit, ihm mitzuteilen, was ich rausgefunden habe. Hör mal, Georg. Ich weiß, dass du nichts mit einer Entführung zu tun hast. Ich weiß nur, dass der Staatsanwalt das ganz anders sieht. Frau Weltenbrink behauptet nämlich steif und fest, dass du sie gezielt abgelenkt hast. Das war doch überhaupt keine richtige Entführung. Das Mädchen will doch nur sein Kind wieder. Das Mädchen will was ganz anderes. Das Mädchen will Lösegeld. Quatsch. Nein. Kidnapping, Georg. Und jetzt hört der Spaß auf. Ich habe mit den Eltern gesprochen. Sie hat sich schon früh mit Kriminellen eingelassen. Einschlägig bekannt beim Jugendamt. Das sind keine Profis. Also haben wir gute Chancen, sie bei der Geldübergabe zu erwischen. Aber Georg, du steckst bis dahin drin. Weißt du das? Wenn du da wieder heil rauskommen willst, dann rate ich dir, mach dich unsichtbar. Tschüss, Anna. Ich hätte nicht gehen lassen. Ja, ja, ich weiß. Guck mal, das Onkel Matthias. Jetzt hör auf mit dem Blag zu spielen, wir müssen mal überlegen, was wir jetzt machen. Wenn dich das Baby so nervt, warum hast du uns dann überhaupt geholfen? Es nervt mich nicht. Ich kann jetzt mit Kindern anfangen. Ist gar nicht so lange her, da warst du noch selber eins. Eben. Aber Kinder sind doch das Einzige, wofür es sich lohnt, was zu riskieren. Kinder sind schließlich unsere Zukunft. Ich scheiß auf die Zukunft! Irgendwie bist du komisch, seitdem du wieder aus dem Knast... Seitdem du wieder zu... Ja, aus dem Knast, warum sagst du es denn nicht? Das war doch kein Knast, das war doch eher so eine Jugendmaßnahme. Ein Knast ist ein Knast, auch wenn du die Gitterbund anmalst. Ich dachte, du hast da drin eine Menge gelernt. Stimmt. Zum Beispiel, dass Leute wie wir immer was auf den Kopf kriegen, solange bis wir nicht mehr aufstehen. Hey, pass auf. Wir holen uns das Geld, ja? Und dann verschwinden wir. Und dann können die uns alle mal kreuzweise. Lisa hat eine schwere Laktoseallergie. Wenn die Entführer ihr Milch gibt, umso wichtiger, dass wir eingeschaltet sind. Vielleicht können wir einen Aufruf in der Presse machen. Nein, auf gar keinen Fall. Wir sagen es den Entführern, wenn sie das nächste Mal anrufen. Sie müssen mir versprechen, dass sie nichts unternehmen. Gedanken. Wie weit sind wir denn? Die Fangschaltung steht jetzt. Aber denken Sie daran, wenn die Entführer anrufen, halten Sie sich so lange wie möglich in der Leitung, okay? Wirklich ihr eigenes Kind ist, dann wird sie ihnen bestimmt nichts tun. Es ist nicht ihr Kind, es ist mein Kind. Es ist fast so, als ob ich mich noch an die Geburt erinnern kann. Die Schmerzen. Mach dir keine Sorgen. Es wird sicher alles gut gehen. Vielleicht haben wir einfach gar kein Glück verdient. Halt. Hallo? Wir haben Ihre Tochter. Wie geht's ihr? Ist sie gesund? Hören Sie, Lisa hat eine schwere Laktoseallergie. Unterbrechen Sie mich nicht, sonst lege ich auf. Wir wollen 100.000 Euro in kleingebrauchten Scheinen und keine Polizei, sonst sehen Sie Ihre Tochter nie wieder. Nehmen Sie sich jetzt was zu schreiben, ich erkläre Ihnen jetzt, wie die Übergabe funktioniert. Na jetzt sag schon, dann haben wir es hinter uns. Ich hab's gleich gewusst. Gut, dann haben wir das jetzt geklärt. Hast du irgendwelche konkreten Vorschläge? Was ich? Aber ich bin immer noch völlig fertig, dachte, die bringen mich um. Wenn du jetzt noch irgendwas planst, dann bitte ohne mich, ja? Ich bin nur Studentin und nur Hilfsangestellte hier, klar? Wie du meinst. Ja. Ich werde auf jeden Fall hier nicht untätig rumsitzen und darauf warten, dass mich vielleicht jemand von Kali zerrt. Nee, du unternimmst lieber noch was, damit sie es auch wirklich tun. Weißt du, was passiert, wenn die rausfinden, dass ich dir den Kontakt zu den Weltenbrinks gemacht habe? Ja, weglaufen, das ist immer das Einfachste. Wie, laufen? Er hat doch immer noch dein Auto. Das ist sowas von riskant.
Die Entführer haben gesagt, keine Polizei. Warum glauben Zivilisten eigentlich, dass man Entführern immer gleich nachgeben muss? Weil sie Angst haben, Overbeck. Sie sollten lieber Angst davor haben, dass die Entführer mit dem Geld abhauen und das Kind trotzdem behalten. Dafür sind wir ja da. Was soll ich jetzt machen? Wohin? Aha. Haben die Entführer das Lösegeld vorher rausgenommen. Du kannst von Glück sagen, dass wir uns so gut kennen, sonst säßest du schon wegen Beihilfe im Knast. Wie konntest du uns so in die Parade fahren? Und warum gibt's für Blödheit keine Strafe? Du weißt doch genau, dass sie nicht meinetwegen unruhig geworden sind, sondern wegen des unauffälligen Kollegen hier. Das reicht. Noch ein Wort und ich buchte sie wegen Beamtenbeleidigung ein. Tatsache ist, dass wir die Entführer unterschätzt haben. Und jetzt können wir nur noch hoffen, dass sie trotz des Desasters das Kind zurückgeben. Ich kann ja noch ahnen, dass die gleich eine Granate zünden, um uns abzulenken. Wir, Overbeck, wir! Vielleicht steckt er ja doch dahinter. Und hilft ihnen, uns in die Irre zu leiten. Sie sind doch schon irre genug. Was mit der Fangschaltung bei Weltenbrinks? Die rufen das ja nochmal an. Die Weltenbrinks haben uns ihre Anwälte nach dem großen Knall in der Disco auf den Hals gehetzt. Wir haben überhaupt keine Genehmigung. Als ob ihr es nicht trotzdem macht. Im Gegensatz zu dir halten wir uns an Gesetze. Der Chef will Sie sprechen, aber sofort. Schlag vor, wir suchen erstmal die Typen, die ich in der Disco gesehen habe. Du? Du suchst überhaupt niemanden. Du gehst nach Hause, da setzt du dich hin und wartest ab, bis alles vorbei ist. Und wenn du das nicht machst, ich schwöre dir, ich finde einen Grund, um dich einzulochen. Wahnsinnig? Und wo ist das Geld jetzt? Da
ist was schiefgelaufen. Aber keine Angst, beim nächsten Mal... Beim nächsten Mal? Mann, schrei nicht so, du machst die Kleine wach. Als ob die dich interessiert. Für wen mach ich das denn sonst? Na, für wen nur? Für deinen bescheuerten Bruder. Der hat doch nicht das Scheiße im Kopf. Und die Leute, mit denen er rumhängt, sind auch das Letzte. Hör auf, Matthias, ist nicht so wie die anderen. Ach ja? Und das mit der Erpressung, wessen Idee war das wohl, ja? Na los, sag mir, dass es nicht seine Idee war. Sieh mir in die Augen und sag, dass es was nicht... Was glaubst du denn wohl, wie wir nach Australien kommen? Per Anhalter? Außerdem brauchen wir falsche Papiere für die Kleine, sonst kommen wir gar nicht weg. Weißt du etwa, wo wir die kriegen? Nee. Aber Matthias weiß es. Also hör auf, immer an ihm rumzumelden. Verdammt nochmal. Sag nicht verdammt. Aber wir scheiden uns. Das ist auch dein Kind, okay? Also sag nicht verdammt, bloß weil sie was scheiden uns. Nehme ich dir und geh weg für immer. Ja, ist ja gut. Hey. Ist doch gut. Ist doch gut. Hast du Milch mitgebracht? Nein, ich hätte andere Sachen. Dann fahr zur Tanke und hol welche. Können wir ihr nicht was anderes geben? Die ist ein Baby und Babys brauchen Milch. Sven, komm her. Hey, ich warne dich. Wenn du irgendwas vorhast, was mein Baby in Gefahr bringt, dann mach ich dich alle. Pass bloß auf, was du sagst. Hey, Matze. Du auch. Ich kann jederzeit abhauen, aber ihr könnt das nicht ohne die Kohle. Jetzt komm. Hey, sie meint's nicht so. Hör zu, Matze. Du bist mein Bruder, also vertraue ich dir. Trotzdem verstehe ich nicht, warum... Was? Hast du irgendjemand von der Sache erzählt? Wie meinst du das, hä? Ich meine, irgendwer muss sich ja die Kohle gegriffen haben in dem ganzen Schlamm. Was willst du mir damit sagen? Hey, Matze, hör auf, bitte, hör auf, hör auf. Lass gut sein, komm. Schon der Polizei gesagt. Der Typ ist uns hier noch nie aufgefallen. Meine Versicherung ist für jeden Hinweis dankbar. Schließlich stehen er und sein Partner im Verdacht, schon in mehreren Läden Schäden angerichtet zu haben. Echt? Haben Sie dafür auch Beweise? Ach, da kommt einiges zusammen. Tja, vielleicht haben Sie aber anders mehr Glück. Schade, auch wegen der Belohnung. Belohnung? Meine Versicherung wäre bereit, für Hinweise zur Ergreifung des Täters 10.000 Euro zu zahlen. Schönen Tag noch. Warten Sie mal. Kann ich das Foto noch mal sehen? Also wenn ich mir jetzt so angucke, könnte es gerade der Matze sein, oder? Ja, schon. Der hat sowieso ein Rad ab. Quatsch, der ist eigentlich ganz süß. Die steht auf harte Jungen. Kaum, der war nur im Jugendknast, ja? Weswegen? Der hat nur ein paar Unterschriften gefälscht. Brauchte dringend Geld, um sich und seinen Bruder über Wasser zu halten. Und der reiche Schnösel, den er abgezogen hat, hätte ihm gleich die Polizei auf den Hals. Und wegen der Anzeige hat er den Typen dann gleich krankenhausreif geschlagen. Also wenn ich Matze sehe, muss ich immer gleich eine tickende Zeitbombe denken. Wo finde ich diesen Matze? Keine Ahnung. Ja, der hängt da immer hinterm Bahnhof ab mit diesen Typen. Scheiße, willst du sie da drin erstickt? Aber jedenfalls Ruhe. Spinnst du? Sorg gefälligst dafür, dass das Gehör aufhört, so einen Krach zu machen. Sonst sorg ich dafür. Dann machst du das mit ihr nicht in Ordnung. Sie ist bestimmt krank. Ist doch kein Wunder bei dem Dreck hier. Tut mir leid, aber meine Villa wird gerade renoviert. Kannst ja zurück zu deinen Eltern fahren, wenn du es da besser findest. Was ist denn hier los? Das Gehör flirrt die ganze Zeit. Was meinst du, wie lange das dauert, bis das jemand hört? Wen interessiert, wenn hier ein Baby schreit? Sag mal, bist du Gehirn amputiert? Wir haben ein Kind entführt. Ist eine Frage der Zeit, dass es in der Zeitung steht. Und dann interessiert so ein Babygeschrei garantiert jeden. Wir haben Lisa nicht entführt, sie ist meine Tochter. Kann es sein, dass die das anders sehen? Wir machen eine Neuübergabe, ich rufe jetzt an. Bitte frag unbedingt nochmal nach, ob Lisa regelmäßig Medikamente braucht. Nerv mich jetzt nicht! Hey, wenn wir das Geld haben, gehen wir über die Grenze und dann bringen wir Lisa zum Arzt, ja? Und was ist, wenn wir das Geld nicht kriegen? Dafür werde ich schon sorgen. Hey, wo hast du denn die Knarre her? Von Freunden. Zeig mal. Kannst du überhaupt damit umgehen? Ja. Thank you.
Guten Tag. Hi. Du studierst ja doch noch. Lassen es meine Eltern mittlerweile vom Finanzamt überprüfen, ja? Ja, ein lukrativer Nebenjob für uns. Wo ist denn Georg? Keine Ahnung. Ich glaube jedenfalls nicht, dass er gerade dein Auto durch eine Waschanlage fährt. Eigentumsrecht. Ein Spezialgebiet, soll ich dich abfragen? Nee. Aber du könntest an meiner Stelle die Klausur schreiben. Ich teile dir auch Geld. Ich bin unbestechlich. Ich koche dir auch dein Lieblingsessen. Verlassen wir Termin. Das war ein Witz. Hallo? Keine Ahnung, wo er ist. Was hat er denn wieder angestellt? Offensichtlich arbeitet er neuerdings für eine Versicherung und verspricht Belohnungen für sachdienliche Hinweise. Warum lassen Sie ihn eigentlich immer wieder laufen, wenn er Sie so stört? Ja, weiß ich auch nicht. Und ich bereue es jedes Mal. Hör zu, sag ihm, dass meine Geduld am Ende ist. Georg hat noch nie das gemacht, was ich gesagt habe. Dann wird es höchste Zeit, dass sich das ändert. Ja. Hey, nicht so eilig. Ich wollte mit dir ins Geschäft kommen. Ihr Bullen seid doch so blöd. Ich bin kein Bulle. Weißt du echt, ich bin so doof und fall da freien für 20 Euro. Weißt du echt, ich bin so doof und wedel hier mit dem Uni rum? Matze meint eigentlich, man könnte dir vertrauen. Matze schickt dich. Du kennst ihn doch, oder? Ja, und woher kennst du ihn? Ich hab ihm mal geholfen. Aha. So. Und dann? So, dreh dich um. Muss das sein? Antiquariat. Du machst in alten Büchern? Wörter sind die allermächtigste Droge, Kipling. Hä? Hat auch das Dschungelbuch geschrieben. Sag mal, was darf's denn sein? Lass mich raten, für dich ein bisschen Gras, damit du dich wieder wie ein Hippie fühlen kannst? Wollen wir das nicht irgendwie alle? Hör zu, Matzi ist in Schwierigkeiten. Ich sollte was für ihn rausfinden. Aber ich kann ihn nicht erreichen, hängt wahrscheinlich mit dem Ding zusammen, das er gerade durchzieht. Hat er dir davon erzählt? Nö. Kann ich mal ein bisschen frische Luft reinlassen? Nee. Ich habe einen Kumpel bei den Bullen. Ich hab's doch gewusst, Mensch, von dem kriege ich doch die ganzen Infos. Also, die Polizei hat die Spur zu Matze völlig verloren. Er kann sich mit dem Geld in Bewegung setzen. Wenn er allerdings das Baby mitnimmt, dann verstehen die keinen Spaß mehr. Dann stürzt sich doch die gesamte Presse drauf und dann geht das Chaos erst richtig los. Verstanden? Du machst das die Biege, hast du das kapiert? Ey! Polizei! Polizei! Alter, Mann! Polizei! Hallo! Was ist das denn hier? Mann! Oh, was hab ich denn gemacht? Ich Weltenbrink? Ja! Nein, nein, keine Polizei mehr. Ich verspreche Ihnen... Das ist mit der Laktoseallergie. Sie dürfen ihr keine Milch geben. Entschuldigen Sie, letzteres habe ich akustisch nicht verstanden. Ja, in Ordnung. Alles, was Sie sagen, natürlich. Wie geht es unserer Tochter? Was haben Sie gesagt? Was Sie gesagt haben? Sie wollen noch mehr. Sie wollen eine ganze Million. Hauptsache, wir bekommen Lisa wieder. Eine Million? Wie sollen wir die so schnell auftreiben? Wir nehmen einen Kredit auf. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Was soll das heißen? Unser Geschäft mit den Tschechen war leider nicht so erfolgreich, wie ich dachte. Verdammt nochmal, Gunnar! Und das erzählst du mir jetzt? Heute entscheidet sich, wer den Auftrag für die Umgehungsstraße bekommt. Wenn wir den haben, steigt der Kurs wieder. Und wenn nicht? Ja, meinst du, mir macht das Spaß? Unter normalen Umständen wäre das alles überhaupt kein Problem. Ich habe diese Firma als solides Unternehmen von meinem Vater übernommen. Und was hast du daraus gemacht? Hast du uns etwa ruiniert? Jetzt tu doch nicht so, als ob du dich in den letzten Jahren für die Firma irgendwie interessiert hättest. Seit das Kind im Haus ist, hast du doch... Das Kind heißt Lisa! Das weiß ich! Und die Firma ist auch nicht ruiniert. Aber in den letzten Jahren hat es... Ich werde Direktor Peters anrufen. Er soll meine Rücklagen als Sicherheit nehmen. Und wenn ihm das nicht reicht, dann verpfänden wir das Haus. Das wird nicht nötig sein. Ich könnte es nicht ertragen, Lisa zu verlieren, Gunnar. Ich könnte es wirklich nicht. Ich will die nächste Geldübergabe machen. Das geht nicht. Die Entführer haben schon jemand anders bestimmt. Mensch, was hast du wieder für Mist gebaut? Andermal, ja?
Mein Magen sieht immer noch aus wie eine Müllkippe. Noch ein paar Tage und du gewöhnst dich dran. Anna Springer hat vorhin angerufen. Du hast ihm eine Belohnung versprochen? Ich tue es nie wieder. Jedenfalls ist sie mit ihrer Geduld jetzt am Ende. Mann, Georg, warum hältst du dich nicht einfach da raus? Weil es hier um das Leben eines Kindes geht und um einen guten Ruf. Ecki, letzter Anruf bei Frau Schröder. Die schickt dir Franziskas Akte zu, dann habe ich den Namen des Kindsvaters und ich komme vielleicht weiter. Vergiss es, mit mir nicht. Es geht hier vielleicht um mehr als bloß eine junge Mutter, die von der Rolle ist. Da haben sich Typen eingemischt, die sind verdammt gefährlich und unberechenbar. Kundschaft. Herr Weltenbrink. Ich muss mit Ihnen reden. Ja. Allein. Warum ausgerechnet ich? Diese Frage haben sich meine Frau und ich natürlich auch gestellt. Aber die Entführer haben ausdrücklich darauf bestanden, dass sie die Million überbringen. Die wollen jetzt eine Million? Das Geld ist uns egal. Wir wollen unsere Tochter zurück. Bitte. Ihre Arbeitszeit wird natürlich vergütet. Das ist doch völlig schwachsinnig. Sie können Wilsberg nicht einfach mit der Million in der Tasche davon spazieren lassen. Keine Angst, er macht nur die Übergabe. Ich bleib bis kurz vorher bei ihm. Ich würde dem Typen nicht mal bis zur nächsten Ecke trauen. Nur zu, Leute, tut einfach so, als wäre ich nicht da. Es ist schon gut, Overbeck. Lassen Sie uns wenigstens einen Peilsender an dem Koffer anbringen. Nein, wenn die Gangster den finden, sehen wir Lisa vielleicht nie mehr wieder. Was machen wir dann überhaupt hier? Herr Wilsberg hat auf Ihre Anwesenheit bestanden. Ich will nur vermeiden, dass du hinterher behauptest, ich mische mich in deinen Fall ein. Tust du doch sowieso. Was ist mit dem Typen, den ihr verhaftet habt? Der Dealer, den du in der Wohnung aufgesucht hast, der weiß nichts. Dieser Matze? Wir arbeiten dran. Dann arbeitet gefälligst schneller. Wo ist eigentlich Ihre Frau? Das Ganze nervt mich nicht durch. Außerdem weigert sie sich, an Wilsberg noch mal zu begegnen. Das kann ich gut nachvollziehen. Leute, ich muss das nicht machen. Mir macht das keinen Spaß. Wenn alle genervt sind, mich zu sehen, dann gehe ich einfach nach Hause. Na langsam, halt mal die Luft an. Es mag ja sein, dass du rein rechtlich keine Schuld hast, an dem was passiert ist. Aber moralisch sehr wohl, und das weißt du auch. Also, spiel hier nicht den Beleidigten. Und außerdem wirst du bezahlt, du kassierst dein Honorar. Was ich persönlich peinlich finde. Schulden sind peinlich, Honorare nicht. Was soll das denn? Mietwagen. Sie haben mir zwar versprochen, meinen Wagen nicht zu präparieren, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Sollten Ihre Leute versuchen, uns zu folgen, werde ich das merken. Verlassen Sie sich darauf. Kommen Sie. Scheißmoment. In Amerika könnten wir jetzt Satellitenüberwachung anfordern. In Amerika wären wir längst gefeuert, Overbeck. Habe ich verstanden. Gut, ich schicke ihn los. Hinter diesen Containern ist ein Tor. Dann über einen Schrottplatz ist sie angesprochen worden. Viel Glück. Hierher. Her mit der Kohle. Wo ist das Baby? Der ist die Kohle. Keine Chance. Wo soll ich denn wissen, ob ihr die Kleine überhaupt habt? Und ob sie noch lebt? Das musst du mir schon glauben. Ich will jetzt das Geld los. Jetzt lass uns mal in Ruhe darüber reden. Das ist mir scheißegal. Versuch sie irgendwie zu orten. Die können sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Gibt es etwas Neues? Nein. Wenn die Entführer sie nicht sinnlos in der Gegend herumgeschickt haben, dann müsste die Übergabe längst passiert sein. Ich
Was hast du mit meinem Bruder gemacht, du Arsch? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Scheiße, Mann, du hast ihn umgebracht. Mann, er hat sie doch gar nicht getan. Ich habe ihn nicht mal angerührt. Siehst du irgendwo das Geld? Das kann doch nicht wahr sein, Matze. Wir waren noch an dieser Entführung beteiligt. Halt die Klappe! So stimmt der Freund von deinem Bruder. Der wollte die ganze Knete für sich allein. Halt die Klappe, Mann! Wie ich es befürchtet habe. Keiner hat was gesehen und den Schuss hat auch keiner gehört. Kein Wunder. Wenn der Laden im Betrieb ist, dann wird man nicht mal eine Haubitze hören. Also Wilsberg hat die Nerven verloren, den Kerl umgenietet. Ach Quatsch. Also, nochmal. Wie lange haben Sie gewartet? Circa eine halbe Stunde. Als er da nicht zurückgekommen ist, bin ich hier und habe den Schlamassel gefunden. Na wunderbar. Sie mussten ja auch unbedingt alles alleine machen. Ab sofort ist damit Feierabend, verstanden. Sie haben diesem Wilsberg doch auch vertraut. Ich habe ihm nie vertraut. Es war auch nicht meine Idee, ihn da hineinzuziehen. Das ist doch der Junge aus der Disco. Mhm. Matthias Sieger, 22 Jahre. Vorbestraft. Vor allem kleinere Sachen. Autodiebstahl, Körperverletzung. Einiges davon zusammen mit seinem kleinen Bruder. Der ist seit einer Woche spurlos verschwunden. Schreiben Sie ihn intern zur Fahndung aus, das Mädchen auch. Sind Sie verrückt geworden? Ich habe Ihnen doch gesagt, aber jetzt bestimme ich, was hier passiert. Das Unternehmen war wegen Wilsberg? Wieso? Ich weiß, dass Sie mit ihm befreundet sind, aber ich denke, wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass er sich das Geld unter den Nagel gerissen hat und abgehauen ist. Ja, morgen liegt er irgendwo unter Palmen und lässt sich von Strandschönheiten im Baströckchen den Rücken einölen. Au! Ich will jetzt wissen, warum du das gemacht hast! Du hast du damit! Und ich will die Kohle! Ich glaub ja nicht, dass du mir sonst immer wegkommst! Los, geh endlich! Hör auf! Hör auf! Kleine ganz verrückt! Ich schreibe sowieso die ganze Zeit! Laktoseallergie. Was? Laktoseallergie. Das Kind darf keine Milchprodukte zu sich nehmen. Auch sonst nichts, wo Milcheiweiß drin ist. Haben euch die Eltern noch gesagt. Scheiße, Sven, warum hast du nichts gesagt? Mann, Matthias hat mit denen gesprochen. Wie kommen wir jetzt hier weg? Los, gib uns das Geld! Wo ist das? Wie hast du, wenn du für 5 Minuten mal deinen Verstand einschaltest? Glaubst du, ich habe mir selbst auf den Kopf gehauen? Mann, was weiß ich, was du da abgezogen hast? Ich will die Kohle, was willst du? Er hat sie nicht. Woher willst du das wissen? Mann, meinst du, hat Matthias umgebracht und sich dann da hingesetzt und gewartet, bis du kommst? Mann, aber wer soll es denn dort gewesen sein? Na, was weiß denn ich? Vielleicht hat Matthias ja noch jemanden dabei gehabt, von dem du gar nichts weißt. Blödsinn! Wetten, was war einer von diesen miesen Typen, die er im Knast kennengelernt hat? Sven, das sind Junkies. Die schnitzen dir für einen Fünfer die Kehle auf. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Matthias hat mir versprochen, dass er niemand anderem was von der Sache erzählt. Tag. Hi. Ist Georg noch nicht wieder da? Georg? Das sieht aber lecker aus. Ja, du wolltest ja nicht. Also wenn er noch einmal davon anfängt, dass ich ihm irgendwelche Informationen besorgen soll. Du musst dich sowieso wieder breitschlagen lassen. Eben nicht. Ab sofort ist mir das alles völlig egal. Na, mir erst. Bestimmt sitzt er mit diesem Weltenbrink in irgendeinem schicken Restaurant und schlägt sich so richtig den Bauch voll. Nee, danke. Hey, ist gut. Die Kleine braucht dringend was zu trinken. Klappe halten. Und keine normale Milch wegen der Allergie. Halt endlich die Schnauze! Ihr solltet diesen Zirkus hier schleunigst beenden. Vor allem im Interesse eures Kindes. Niemand sagt uns mehr, was wir zu tun haben. Ist das klar? Sven, Lisa braucht wirklich was anderes zu trinken. Und neue Windeln. Wovon sollen wir das denn bezahlen? Guck mal, ob er Geld dabei hat. Der ist ja fast blank. Willst du jetzt wirklich einkaufen gehen? Die fahren noch nach dir. Ja, dann gehst du. Ich schreib dir auf, was du besorgen sollst. Hier, beeil dich. Glaubst du, vielleicht lasse ich mit ihm allein? Ja, der kann mir ja kaum was tun, so wie du ihn verschnürt hast. Sei vorsichtig. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Das war alles, was wir haben. Warum hast du auch diesen Wilsberg mit dem ganzen Geld verschwinden lassen? Natürlich, jetzt bin ich daran auch noch schuld. Verschon mich doch mit deinem ewigen Selbstmitleid. Lass dir lieber was einfallen. Wir müssen doch irgendwas tun können. Ja, man kann immer irgendwas tun. Man kann zum Beispiel auch ein Kind adoptieren, um die eigene Ehe zu retten. Ich wusste schon vorher, dass es nicht mehr möglich ist. Wenn dieser Wilsberg mit den Entführern nicht unter einer Decke steckt, dann werden die sich bestimmt noch mal bei uns melden. Wir haben noch nichts mehr. Ich bin sicher, die Polizei erwischt Wilsberg, wenn er versucht, irgendwo über die Grenze zu kommen. Und dann haben wir die Million wieder. Und bis dahin versetzen wir einfach alles, was sich zu Geld machen lässt.
und dann hole ich unsere Tochter zurück. Das verspreche ich dir. Oh, sag mal, hast du eigentlich nichts zu tun? Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Ach, die Schwingtipps der Saison. Kommt das in deiner nächsten Klausur dran? Sag mal, warum bist du eigentlich nicht an deinem eigenen Arbeitsplatz? Machst du halt blau, oder was? Ich mach nie blau. Verstehe. Gleitende Arbeitszeit. Ja, ich hab wenigstens einen richtigen Job. Ich muss hier nicht rumhängen. Und warum tust du es dann? Findest du es nicht auch komisch, dass Georg nicht zurückkommt? Nein, ich find's eigentlich ganz angenehm. Jetzt sag schon. Du machst dir doch auch Sorgen, oder? Was willst du jetzt tun? Zur Polizei gehen und eine Vermisstenanzeige aufgeben, oder was? Jedenfalls will ich mich weiter hier rumsetzen und warten, bis die Polizei zu uns kommt, um uns zu sagen, dass Georg vielleicht was Schlimmes passiert ist. Quatsch, Georg doch nicht. Hallo? Ist jemand zu Hause? Ich freue mich auch, euch zu sehen. Ich muss mal aufstehen. Mir schläft alles ein und dann steigt mir das Blut in den Kopf. Willst du den nicht lieber weglegen? Hinterher geht die noch los und Lisa erschreckt sich zu Tode. Und weißt du jetzt, dass alles keinen Sinn macht? Weiß nicht, was Sie meinen. Mensch, ihr habt ein Kind entführt. Lisa ist nicht irgendein Kind, sie ist meine Tochter. Ich verstehe, dass du das so siehst, aber die anderen sehen das anders. Für die seid ihr Verbrecher und so werden die euch auch behandeln. Es sei denn, du gibst mir eine Chance, dass ich mit denen rede und denen alles erkläre. Anruf genügt schon. Tut mir leid. Tut mir auch leid, dass Sven sie getreten hat. Der ist eigentlich ganz in Ordnung, aber zurzeit hat er ziemlich Schiss. Zu Recht. Müssen Sie sich keine Sorgen machen. Wir sind hier bald weg und dann lassen wir sie frei. Australien? Ja. Da wollen wir hin, wenn das hier alles vorbei ist. Wir suchen da immer Leute, die kein Problem damit haben, sich die Hände schmutzig zu machen. Da gibt's den ganzen Stress nicht und die Luft ist sauber. Das ist wichtig fürs Kind. Mir wird's auch gefallen. Die Leute sind da nicht so wie hier, viel offener. Die helfen sich gegenseitig. Das muss man auch in der Wildnis. Nur meine Kleine, wird dir auch gefallen. Guck mal, du kannst auf Koala-Bären reiten und mit Kängurus. Guck mal. Doch Schwachsinn, Sie kennen Georg, der würde sowas niemals tun. Ich halte mich an Tatsachen. Und Tatsache ist, dass wir ihn mit 1 Million losgeschickt haben und er nicht wiedergekommen ist. Wir wissen wirklich nicht, wo er ist. Ach, kein Anruf, keine Nachricht. Das haben wir Ihnen doch schon gesagt. Und ich habe euch schon gesagt, dass ich ab sofort keinen Spaß mehr verstehe. Ja, und dass an dieser Entführungsgeschichte irgendwas nicht stimmt, auf die Idee sind Sie noch gar nicht gekommen. An dieser Geschichte stimmt einiges nicht. Ich frage mich zum Beispiel, wie Georg in der Lage war, so schnell die Adoptiveltern der kleinen Lisa zu finden. Da gibt es eine Frau Schröder beim Jugendamt. Die hat eine Menge zu erzählen. Und da fällt nicht der Name Wilsberg, sondern der Name Eckhard Thalkötter. Also wenn wir darüber reden, dass hier irgendetwas nicht stimmt, dann reden wir über Amtsmissbrauch und Beihilfe. Was ist, wenn Wilsberg reingelegt wurde? Wenn ihm was passiert ist, interessiert Sie das gar nicht? Ich für meinen Teil mache mir mehr Sorgen um einen entführten Säugling, der bei unsachgemäßer Behandlung vielleicht in Lebensgefahr schwebt und der noch immer in den Armen seiner Mutter liegen könnte, wenn Georg sich nicht eingemischt hätte. Hey, was ist da los? Ich muss mal aufs Klo. Die Hände. Wenn du irgendwas versuchst, lege ich dich um. Ich versuche mir nicht in die Hosen zu machen. Aber du kannst ja mitgehen und mir helfen. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll.
glaube, wir schaffen das nicht. Doch. Doch, wir schaffen das. Wir müssen es schaffen. Wir drei. Was machst du da? Schlaftabletten. Hat Dr. Arnold mir verschrieben. Ich will sie nicht nehmen, aber ich tue sonst kein Auge zu. Ich muss dir was sagen. Das mit Lisa, das ist alles meine Schuld. Was? Du hattest recht. Ein Kind kann unsere Ehe nicht retten. Ich hätte Lisa niemals in unser Leben holen dürfen. Nein, das war richtig so. Vor ein paar Tagen habe ich mir überlegt, wie das wäre, wenn wir Lisa wieder zurückgeben. Für einen Moment habe ich mich gefragt, ob wir beide ohne sie nicht doch eine bessere Chance haben. Und das ist jetzt die Strafe. Hör auf. Ich hasse mich dafür. Hör auf. Ich bin sicher, die Polizei wird sie finden. Wie naiv bist du eigentlich? Wer sagt uns denn, dass sie nicht längst verkauft haben, über die Grenze ins Ausland? Wer sagt uns denn, ob sie überhaupt noch lebt? Wir dürfen einfach die Hoffnung nicht aufgeben. Hoffnung? Du glaubst, in deinem Leben gibt es immer ein Happy End. Bist du sicher, dass Georg das Geld nicht genommen hat? Seine finanzielle Situation ist katastrophal. Okay, okay. Aber was ist dann passiert? Naja, vielleicht haben sich die Entführer gestritten und einer wollte die Kohle für sie alleine haben. Wieso haben sie Georg dann nicht auch umgebracht? Vielleicht ist ihm was dazwischen gekommen. Also ich würde mir die Frage normalerweise nie stellen, aber was würde Georg jetzt wohl tun? Er wird dich um Geld anhauen und mir den Wagen aus den Rippen leiern. Georg hat mal gesagt, Detektivarbeit ist wie Sandburg bauen. Der Sand kann auch so trocken aussehen. Wenn du tief genug gräbst, stößt du auf Schlamm. Mein Gott, wenn du das für philosophisch hältst, dann sollten sie dich schnellstens von der Uni werfen. Jetzt hör mal auf, wir müssen ja irgendwo anfangen zu graben. Schließlich kennen wir den Entführer. Die leiblichen Eltern des Kindes. Georg hat gesagt, es stecken noch mehr Leute dahinter. Ja, aber die Polizei sagt, diese Dealer haben damit nichts zu tun. Aber Leute wie die Weltenbrings hier so reich sind, die müssen doch jede Menge Feinde haben. Ja, sicher. Wie kriegt man jetzt am schnellsten raus, wer da in Frage kommt? Kein Problem. Ich bin doch beim Finanzamt. Ja und? Ermittlungen sind mein Geschäft. Das war nicht abgemacht, dass ihr ein Blach hierher schimpft, was die ganze Zeit plärrt. Sag nicht Blag zu meinem Kind, sonst kannst du was erleben. Wo ist Matthias? Er hat gesagt, ich krieg heute die Miete. Die kriegst du auch. Aber nur, wenn du nicht weiter rumnervst. Hey, komm, hör mal auf zu schreien, nur für einen kleinen Moment, okay? Ist ja gut. Mensch, so kannst du dich doch nicht halten. Verstehst du schon von Kindern? Jedenfalls mehr als du. So einen Knirsch muss man fest anfassen und immer den Kopf abstützen. Wenn du mich losmachst, zeige ich es dir. Du willst doch bloß türmen. Dann eben nicht. So macht man das. Kein Wunder, dass sie schreit. Besorg mal eine Decke. Windeln. Danke. Lass das denn nicht aufhören zu schreien. Hier hat Durchfall und ist überall wund. Mach da mal Babyöl drauf. Ihr braucht dringend Wundsalbe, sonst entzündet sich das. Ja, aber wir haben kein Geld mehr. Ich hab da noch so eine Karte. Okay. Nimm die uns aus los. Und was ist denn, die einen Ausweis verlangen? Passiert mir immer öfter, wenn ich mit Karte zahle. Ich weiß, wie wir es machen. Morgen früh, wenn die Geschäfte öffnen, fahren wir zur nächsten Apotheke und ich besorge euch das Zeug. Aber nur im Traum.
Kannst auch deine Pistole in die Jacke stecken und immer auf mich zielen. Ja, für die Polizeifahne nach dir doch bestimmt inzwischen auch. Aber doch nicht in jeder Apotheke von Münster. Und bis die Kartenzahlung zurückverfolgt haben, sind wir wieder hier. Hallo. Es muss doch klar sein, dass Sie Ihren Bruder schon längst identifiziert haben und wissen, wer du bist. Aber du musst es ja unbedingt mitkommen. Schnauze. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir hätten gern Wundsalbe, bitte. Für die Augen, für den Oberkörper, Genitalbereich. Für ein Baby. Für ein Baby. Dann nehmen Sie das hier. Und auch was gegen Durchfall. Auch für das Baby. Klar. Wie lange hat das Baby Durchfall? Schon länger. Ach, 2-3 Tage, meine ich. Also dann sollten Sie auf jeden Fall zum Kinderarzt. Das habe ich doch gesagt. Aber ich gebe Ihnen erstmal was mit. So. Das macht 28,60 bitte. Ihre Karte. Danke. Und eine Unterschrift bitte. Danke. Schönen Tag. Wiedersehen. Was ist denn? Ich habe doch gesagt, ich will nicht gestört werden. Sie haben ihren Beherrlich sich nicht aufhalten. Eckart, Heilkötter. Finanzamt Münster. Ich war gerade in der Nähe und dachte, wir könnten uns vielleicht mal unterhalten. Ja, nur ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Ich weiß, normalerweise melden wir eine Betriebsprüfung auch vorher an, aber uns ist da etwas zu Ohren gekommen und ich dachte, vielleicht finden wir beide einen Weg, das ohne großes Aufsehen aus der Welt zu schaffen. Worum geht's? Amsterdam? Schon Urlaubspläne? Ach, was Unsinn. Hinterher. Also, was wollen Sie? Ja. Bei uns ging ein anonymer Hinweis ein, dass Sie das Apartment in der Innenstadt als Büroraum deklariert haben. Obwohl wohl kaum auszuschließen ist, dass Sie es auch als Wohnraum benutzen. Ich übernachte da gelegentlich, wenn ich länger zu tun habe. Das tue ich seit Jahren. Das Finanzamt weiß davon. Ja, das ist schon komisch, so ein anonymer Hinweis. Haben Sie Feinde? Jemand, der Ihnen schaden will? Außer dem Finanzamt fällt mir da auf Anhieb niemand ein. Hören Sie zu, ich habe gleich eine lange und wichtige Besprechung. Lassen Sie mir einfach Ihre Karte da, dann reden wir später. Ja, einen Moment bitte. Ja, Talkötter? Ja. Ja, den kenne ich. Wie bitte? Geben Sie mir doch bitte Ihre Adresse. Klosterapotheke. Okay, danke. Tut mir leid, ganz wichtige Sache. Ich muss sofort los, aber ich melde mich wieder bei Ihnen, damit wir das nochmal besprechen können. Ich würde mich sehr gerne nochmal ganz in Ruhe mit Ihnen unterhalten. Vielen Dank. Man soll die Temperatur nicht mit der Hand überprüfen. So eine Hand ist viel unempfindlicher als Babyhaut. Dazu nimmt man den Ellbogen. Wie wissen Sie das alles? Das ist schön am Älterwerden. Man schnappt dauernd irgendwas auf. Ich nehme an, kurz bevor man den Löffel abgibt, hat man am meisten auf dem Kasten. Aber dann hat man natürlich nicht mehr so viel davon. Irgendwie habe ich mir das Leben mit Baby ein bisschen einfacher vorgestellt. Man wächst mit seinen Aufgaben. Los, mitkommen darüber. Was ist denn los? Hände nach vorn. Sven. Ich bin völlig fertig. Ich schaue mich eine Stunde hin. Ja, aber du musst hier nicht fesseln. Ich passe schon auf ihn auf. Also eigentlich stehen wir an dem Ruf, so ziemlich alles lesen zu können. Aber das hier? Oh, Georg hatte schon immer eine Sauklaue auf dem Klopapier. Was soll denn das heißen? Eisbahn. Eisbein. Oh, Ecki, er würde uns bestimmt kein Kochrezept aufschreiben. Vielleicht ein Code? Genau. Also das heißt auf jeden Fall Wohnwagen. Aber vielleicht meint er die Wohnwagen, die unten an der Eisenbahn stehen. Wenn man über die Brücke fährt, dann kann man die immer gut sehen. Wohnt da überhaupt noch jemand? Wenn, dann bestimmt nicht freiwillig. Das ist ja wie bei den Pfadfindern. Mensch, Ecki, Pfadfinder haben Tücher um den Hals, tragen Wimpel und sagen ständig, allzeit bereit. Ist dir irgendwas in der Art bei mir aufgefallen? Wir sollten die Polizei holen. Was sollen wir denen sagen? Wir wissen nicht mal, ob er hier ist. Aber da musst du vorsichtiger sein. Wenn die Entführer und Wilsberg wirklich hier irgendwo sind, müssen wir uns so unauffällig wie möglich verhalten. Was machen Sie denn da? Wir suchen Baby. Ah, und deshalb hocken Sie da unten? Naja, Babys sind ziemlich klein, oder?
Und nun? Da drüben in der alten Halle, im Container. Wird auch Zeit, dass das Blag mal jemand abholt. Diese Schreierei geht mir ganz schön auf den Keks. Sind doch nicht vom Bullen, oder? Das dürfen wir Ihnen nicht sagen. Verdeckte Ermittlungen, verstehen Sie? Danke. Und? Sie schläft. Danke für alles. Julia, keine Angst machen, ich glaube, Lisa geht sehr schlecht. Ich dachte, der Durchfall geht weg von dem Mittel. Normalerweise schon, aber so ein Zwerg steckt das nicht so einfach weg wie unser Eins. Ich befürchte, sie schläft nur, weil sie schon zu schwach ist, um noch zu schreien. Was soll ich denn machen? Sie muss in den Krankenhaus, und zwar sofort. Dann nehmen Sie es mir wieder weg. Wärst du lieber, wenn sie stirbt? Hör auf, ihr Angst zu machen! Sven, jetzt seht ihr Lisa mal an. Die Medikamente helfen überhaupt nicht. Jetzt hört mal zu, ihr beiden. Ihr habt die ganze Sache von Anfang an falsch angepackt. Ich glaube nicht, dass deine Eltern das Recht hatten, die Lisa wegzunehmen. Na und, sie haben es trotzdem getan. Aber mit einem guten Anwalt habt ihr vielleicht eine Chance, das Kind zu behalten. Im Moment lasst ihr beide zu, dass Lisa leidet. Ihr riskiert sogar, dass sie stirbt. Damit liefert ihr denen doch Gründe, euch das Kind erst recht wegzunehmen. Aber wenn wir Lisa ins Krankenhaus bringen... Dann beweist ihr damit, wie sehr Lisa euch am Herzen liegt. Das wird den Richter beeindrucken. Und wenn nicht? Ihr wolltet nie jemandem schaden. Ihr wolltet nur euer Baby zurück. Wenn ihr euch jetzt stellt, dann habt ihr eine verdammt gute Chance, mit halbwegs heiler Haut aus dieser Sache rauszukommen. Komm, mach mich mal los. Polizei, geben Sie auf, das Gebäude ist umstellt. Keiner kommt hier rein, ich bring ihn um. Keine Panik, Sven, das ist mein Freund. Ich hab's gewusst, dass du mit dem Bullen deiner Decke steckst. Ich hab's gewusst. Das ist kein Bulle, das ist ein Hornochse. Guck dir seinen Ausweis doch mal an. Ecki, was soll denn der Scheiß? Ich versuch grad, dir das Leben zu retten. Jetzt zeig ihm deinen Ausweis, los. Das ist ein Freund von mir, der arbeitet beim Finanzamt Münster, Römisch 1, leider. Stopp, und Sie? Das ist Alex, die arbeitet mit mir im Laden. Franziska, du kennst sie doch. Los, hinsetzen nach vorn. Das hat doch keinen Sinn mehr. Sven, wir müssen aufgeben. Mann, die werden uns das Kind wegnehmen. Mann, das ist, was du die ganze Zeit vorgehabt, oder? Von wegen die ganze Scheiße mit, lass mich mal das Baby halten und so. Wir können doch nicht ewig so weitermachen, Sven. Ist auch nicht nötig. Wir machen einfach eine neue Geldübergabe. Und dann hauen wir für immer ab. Die Welt übrigens haben doch schon eine Million verloren. Meinst du, sie haben noch eine rumliegen, die sie euch nachwerfen? Was für eine Million? Wir wollten 100.000. Ja, beim ersten Mal, da wart ihr noch ganz bescheiden. Aber bei der zweiten Übergabe... 100.000? Mehr haben wir nie verlangt. Das ist doch für die ein Trinkgeld. Was ist denn? Ich habe was Komisches rausgefunden. Heitern Sie mich auf, ich kann es gebrauchen. Wussten Sie, dass Weltenbrink vor seiner Hochzeit ein Abrissunternehmen besaß? Sehr interessant. Das ist wirklich interessant. In diesem Abrissunternehmen hat er als Sprengmeister gearbeitet. Also kannte er sich auch mit Fernzündern aus. Das war ja. Außerdem habe ich mich ein bisschen mit der Finanzlage der Weltenbrinks auseinandergesetzt. Die Firma steht kurz vorm Ruin. Was wäre... Wenn Weltenbrink den Sprengsatz in der Disco gezündet hat. Wenn die Entführer das Lösegeld nicht aus der Tüte genommen haben. Weil in der Tüte gar kein Geld war, sondern nur das Feuerwehr. Wie gesagt, die KTU hat nur Reste der Plastiktüte gefunden. Also los. Aber ich will nicht in den Knast. Matthias hat mir erzählt, was da abgeht. Los, geh mal einen Schlüssel nicht fahren. Sven. Bring du Lisa ins Krankenhaus, ich komm schon allein klar. Willst du die beiden echt allein lassen? Kannst du nicht dein Leben lang weglaufen? Dieser Weltenbrink soll erst dafür bezahlen, dass er meinen Bruder umgebracht hat. Ich kümmere mich schon drum. Versprochen. Sven, komm bitte. Immer noch nicht richtig sauber gemacht. Guten Tag, Frau Weltenbrink. Ist Ihr Mann zu Hause? Tut mir leid, der ist nicht da. Ah, wo ist er denn? Wir müssten dringend mit dem sprechen. Er macht eine neue Geldübergabe. Eine neue Geldübergabe? Warum sind wir nicht informiert? Er hat darauf bestanden. Er hat gesagt, Sie bringen bloß wieder mein Baby in Gefahr. Haben Sie mit den Entführern telefoniert? Nein. Das hat mein Mann gemacht. Tag. Tag.
Moment mal. Moment, Sie können da nicht einfach reingehen. Jetzt warten Sie mal. Einfach so rein. Hast du nicht gesagt, er ist in einer langen, wichtigen Besprechung? Wo ist Herr Weltenbrink? Wer sind Sie überhaupt? Steuerfahndung. Wo ist Herr Weltenbrink? Der wollte irgendwas besorgen. Da rufen Sie ihn bitte auf sein Handy. Na los! Ja, Herr Weltenbrink, gut, dass ich Sie erwische. Hier sind zwei Herren von der Steuerfahndung. Ich weiß... Herr Weltenbrink, Talkötter. Ja, es gibt da noch eine winzige Kleinigkeit mit... Hallo? Hallo! Aufgelegt. Wundert sich das? Wenn Sie wissen, wohin Ihr Chef sich absetzen will. Ich weiß es wirklich nicht. Ich vielleicht schon. Der macht eine Kaffeefahrt nach Amsterdam. Der Bus geht in 10 Minuten. Das schafft er nie. Wenn ich fahr schon. Ja. Ich verstehe das nicht. Wir wollten doch beide unbedingt Lisa wieder zurückhaben. Ich habe alle unsere Ersparnisse flüssig gemacht. Und dafür mussten Sie Ihrem Mann jede Menge Vollmachten unterschreiben, nicht wahr? Ich habe seine Waffe gefunden. Das gleiche Kaliber wie beim Toten auf dem Schrottplatz. Das Büro hat er vor einer halben Stunde verlassen. Seine Sekretärin sagt, dass eben zwei Herren vom Finanzamt nach ihm gefragt haben. Ah ja? Gut, geben Sie eine Fahndung raus. Das übliche, Bahnhöfe, Flughäfen. Frau Weltenbrink, kennen Sie die Autonummer Ihres Mannes? Danke. Springer, ja. Georg ist unschuldig, ich erkläre Ihnen das alles später. Ja, aber wichtig ist doch erstmal, dass die beiden aufgegeben haben. Wir haben eben gerade das Kind ins Krankenhaus gebracht. Danke für die Nachricht. Frau Weltenbrink. Warum hat er mir das angetan? Warum? Frau Weltenbrink, die Entführer haben aufgegeben. Ihr Baby braucht sie jetzt. Der Bus nach Amsterdam? Der ist gerade weg. Scheiße, wie lange schon? Oh, ein paar Minuten. Den kriegen wir noch. Halt, ich fahre. Ecki. Wenn jemand mein Auto kaputt fährt, dann ich selbst. Die schnellste Wanderdüne der Welt, was? Guck lieber auf die Straße. Wie wäre der Weltenbrink eigentlich an das Geld gekommen, wenn das Kind nicht entführt worden wäre? Hättest du was anderes einfallen lassen müssen. Hat ja auch keine Probleme, diesen Matze zu erschießen. Mord aus günstiger Gelegenheit. Ist schon bitter. Mord ist immer bitter. Hier, ruf schon mal deine Freundin bei der Polizei. Überhol ihn erstmal. Was? Naja, wir müssen doch wissen, ob er wirklich an Bord ist. Muss das sein? Ja. Komm, gib Gas. Ja. Und jetzt? Spring ihn ab. Wie bitte, das soll wohl ein Scherz sein? Nein. Ja! Sag mal, was soll denn das? Seid ihr völlig verblödet? Steuerfahndung. Machen Sie mal die Tür auf. Was? Steuerfahndung. Zeig ihm deinen Ausweis. Was? Zeig ihm deinen Ausweis. Machen Sie die Tür auf. Nicht hier, du hinten. Bitte. Scheiße, der haut ab. Wie kann man denn so blöd sein, den Autoschlüssel stecken zu lassen? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Was ist das denn? Italienische Wegfahrsperre. Wie? Mit Zentralverriegelung. Sie glauben, dass ich mich jetzt bei Ihnen entschuldige, dann haben Sie sich getäuscht. Hätten Sie von vornherein mit offenen Karten gespielt, wäre das alles nicht passiert. Das kann schon sein, aber das hätte das Problem nur hinausgezögert. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Das weiß man bei ihm selbst. Ach, Anna. Kommen Sie.
Franziska hat von der Erpressung nichts gewusst. Sie wollte nur ihr Kind. Es ist nicht ihr Kind. Es ist mein Kind. Sie können die Adoption nicht ewig vor Lisa geheim halten. Irgendwann hasst sie vielleicht dafür, dass sie ihr die leibliche Mutter vorenthalten haben. Ich weiß. Aber sag's nicht weiter. Links oben. Hi. Und? War die Klausur? Oh, super. Wie denn sonst? Hättest du locker für mich hingehen können, hätte keiner gemerkt. Also hübsch wie du ist Eck hier nun auch wieder nicht. Sag mal, du als Strafrechtsprofi, wie viele Jahre kriegt denn jetzt der Weltenbrink? 10 bis 12 Jahre? Persönlich ja viel zu wenig, finde. Und der Junge? 2 Jahre Jugendknast. Ja, das ist mir wieder klar zu viel. Also das Mädchen kriegt auf jeden Fall... Frei auf Bewährung. Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, eine eigene Familie zu gründen? Natürlich. Ja und? Warum hast du dich dagegen entschieden? Ich habe ja schon euch. Steh mal auf. Wo willst du hin? Ich hole mir einen Check-up. Frau Weltenbrink hat sich entschlossen, mir doch ein Honorar zu zahlen. In angemessener Höhe. Was auch immer das heißen mag. Super, dann wird ja mein Wagen doch noch sauber gemacht und repariert. Naja, zuerst muss ich meine Steuerschulden zahlen. Tag, Frau Weltenbrink. Guten Tag, Herr Wilsberg. Du hast mir gut erzogener Hund. Wir sind Zwinger. Sind jetzt zu viele Menschen im Haus. Kommen Sie. Wie ich sehe, klappt das ja mit der Besuchsregelung. Nein, wir haben uns was Besseres einfallen lassen. Ich muss schließlich verstärkt um den Erhalt meiner Firma kämpfen. Da brauche ich jemanden, der sich tagsüber um Lisa kümmert. Deshalb ist Franziska zu uns gezogen. Was sagen Sie dazu? Ist ja praktisch so, als hätten Sie 2 Töchter. Hm. Hey. Hallo, Lisa. Kennst du mich denn noch? Na, kennst du mich denn noch? Hey. Onkel. Ja. Onkel Georg, der Mitte-Jose. Wie geht's?